Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für euch. Ich hoffe, dass das mit der Kameraeinstellung so halbwegs funktioniert. Ich dachte mir, vielleicht ist hier ein bisschen besseres Licht. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Achtet nicht, wie ich aussehe. Ja, ihr kennt das aus meinen vergangenen Videos. Ich bin immer noch, wie gesagt, angeschlagen. Mir geht's gut. Und ich erhole mich gerade nur von einer OP und ihr wisst ja, da hat man nicht wirklich Lust, sich fertig zu machen oder sonst was. Aber ich habe hier für euch meine aufgebraucht Sachen, weil ich habe ja trotzdem gedüftelt. Klar, bei mir ist das so, man merkt erst, dass es mir ganz schlecht geht, wenn ich nicht mehr düftle. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Also wenn ich keinen Duft in die Lampe packe, dann ist wirklich, dann ist irgendwas. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Und zwar habe ich zuerst zwei Kerzen. Die sind zwar nicht leer, aber ich erkläre euch gleich, warum ich die im Aufgebraucht-Video mit drin habe. Und zwar habe ich einmal die Lovely Leaves. Die ist ja fast sogar noch halb voll. Aber das ist ein kleiner Stinker geworden. Ich weiß nicht, ich rieche da nur noch Docht raus. Ich habe die schon bestimmt ein, zwei Jahre. So eine Dreidochkerze halt. Ja, und ich hatte die, wo ich noch keinen Candle Warmer habe, hatte ich die damals angezündet. Und dann habe ich sie auch immer weiter angezündet. Ja, und jetzt hatte ich sie immer unterm Candle Warmer stehen. Und auch da habe ich nur noch Docht gerochen. Und man sieht hier auch, hier sind auch schon Dochtstücke reingefallen. Da bringt es leider auch nichts mehr, irgendwie Melz zu gießen oder sonst was. Das ganze Wachs ist halt verhurenkelt und ist ein bisschen schade. Ich finde, dass die auch nicht gut abbrennen, wenn ihr das hier so seht. Dann, ja, also weiß nicht. Ich finde, man kann die Goose Creek Gläser nur unter Candle Warmer stellen. Ansonsten finde ich die wirklich nicht gut zum Abbrennen. Dann habe ich hier noch eine Kerze. Das ist Heirloom Apple vom Bath & Body Works. Und auch die ist noch gut voll, aber ihr könnt das hier sehen, wie eklig diese Kerze ist. Auch die habe ich schon länger, auch die hatte ich damals angebrannt. Ich habe die nie lange brennen lassen, aber sie ist halt so eklig, wie sie ist. Und man kann das hier schlecht sehen, aber ungefähr bis hierhin ist alles verrußt. Und wenn ich die jetzt erwärmen würde unter einem Candle Warmer, würde sich das alles vermischen und ja, man riecht zwar noch den Apfel, aber es ist mit sehr viel Raucharoma. Da muss ich mal gucken, was ich mit der mache. Aber ich habe da eigentlich auch keine Lust mehr, irgendwie großartig Melz zu gießen oder irgendwas zu schmelzen. Und also irgendwann ist dann auch vorbei. Die Kerze regt mich einfach nur noch auf. Und das ist ein bisschen schade, weil ich habe von Bath & Body Works einige Kerzen, die super abzubrennen gehen. Und dann habe ich hier so welche. Wo es ein bisschen schade ist, weil die kosten ja jetzt auch nicht nur 10 Euro. Die hier hat zum Beispiel 25 Euro gekostet und das ist halt einfach nervig, wenn man so viel Geld ausgibt und das dann nicht funktioniert. Also bei mir kommen jetzt so gut wie alle Bath & Body Works Kerzen, Dreidochkerzen jeglicher Art, nur noch unter meinen Candle Warmer. Ich habe eins, zwei, die kann man gut abbrennen. Da ist auch noch ein kleiner Rest drin und die sind super abgebrannt, kein Ruß. Es riecht nicht rußig oder so, aber die gehört leider nicht mit dazu. Und deswegen habe ich es jetzt eigentlich aufgegeben und möchte da auch nicht weiter. Es reicht. Wir machen weiter mit dem großen Kästchen hier. Dann nehme ich einmal gleich das. Das ist der Counterclean von Sensi & Johnny Appleseed. Den habe ich einmal aufgebraucht. Ist ein schöner Apfelduft gewesen, einfach nur rein nach Apfel. Macht super sauber. Also ich kann die Countercleaner von Sensi nur empfehlen. Die haben jetzt mittlerweile eine neue Verpackung. Die sehen nicht mehr so aus, glaube ich. 473 Milliliter sind da drin und den hatte ich glaube, im Juli oder August angefangen. Und er hat mir bis jetzt gehalten und ich habe den relativ oft verwendet. Also von daher, die halten eine Weile. Ich finde, die kriegen
das Kochfeld super sauber. Also ich putze damit viel in der Küche. Die Oberflächen in der Küche kriegen die super sauber. Flecken kriegen die raus aus Teppichen, aus Fußmatten und sonst wo. Also das ist wirklich so ein kleines Wundermittel. Das kann ich echt nur empfehlen. Ich bin ja auch gerade dabei, den Badreiniger zu testen. Von dem bin ich jetzt nicht so überzeugt, aber von dem Counter Clean. Ich finde das einfach mega und da habe ich mir auch schon Flaschen wieder nachbestellt. Eine neue ist jetzt auch schon wieder in Gebrauch. Also das darf bei mir nie alle gehen. Das finde ich ist wirklich ein mega Produkt, auch wenn das ein bisschen mehr kostet. Ich finde, das Geld lohnt sich da echt. Dann haben wir hier, jetzt kommt eigentlich nur noch Wachs, glaube ich, Apricot Vanilla von Sensi. Den hatte ich in meinem Club, aber den habe ich jetzt rausgeschmissen, weil ich glaube, dass der wiederkommt. Und selbst wenn nicht, bin ich der Meinung, dass ich ohne den doch ganz gut leben kann. Ja, der riecht einfach nach Pfirsich, Aprikose und Vanille, wie so ein Eis schon fast. Ist ein sehr leckerer Duft, hält aber nicht so lange durch. Also den habe ich gerne im Schlafzimmer mal an. Da finde ich, ist der ganz gut. Aber in größeren Räumen hält der einen halben Tag, vielleicht auch einen Tag, wenn man Glück hat. Ist kein Powerhouse, aber der Duft ist halt schön. Dann habe ich heute an, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, das Label. Icy Blue Spruce von Yankee Candle. Der brennt hier neben auf dem Tisch. Und ist einfach ein schöner Duft. Ich verstehe nicht, warum man den aus dem Sortiment genommen hat, weil ich finde, dass das mal ein anderer Tannenduft ist. Ne? Nicht immer so dieses stinknormale, wie jeder Tannenduft auch immer riecht, der jedes Jahr rauskommt, sondern der hatte was Kühles. Für mich auch leicht Fruchtiges. Ja, ätherisches, aber nicht erkältungsbad. Ich finde den einfach schön. Und ich suche auch noch ein großes Glas davon, weil ich den leider nicht mehr habe. Aber ich werde da jetzt noch ein paar Melts mir bestellen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil der ist auch mega. Der hält auch locker ein, zwei Tage durch, wenn man den ganzen Tag anlässt. Ja, ich habe viel Sensi verdüftet diesen Monat übrigens, falls ihr euch fragt. Hier haben wir zum Beispiel von Sensi Christmas Cottage. Das war mal so ein Goodie. Habe ich gerade in der Küche an. Muss ich gleich mal gucken gehen, wie der riecht. Aber es ist eigentlich ein Orangen-Zimt-Duft, würde ich schon fast sagen. Vielleicht auch mit Cranberries. Auf jeden Fall sehr weihnachtlich, wie der Name schon sagt. Mag ich auch sehr gerne den Duft. Ich glaube, das ist auch bei Sensi so ein Dauerbestseller zu Weihnachten. Mag ich ganz gern. Dann habe ich von Sensi Lights Out. Den mochte ich auch sehr gerne. Den gibt es ja leider nicht mehr. Ja, ich glaube, da ist Amber drin und Sandelholz und so. Aber für mich riecht der so ein bisschen nach Pfefferminztee. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber für mich riecht er einfach so. Ja, ich weiß nicht, was meine Nase da riecht. Es ist nichts von Minze in der Duftbeschreibung. Ich rieche da irgendwie Pfefferminztee. Deswegen mochte ich den auch sehr. Ich hatte den mal im Club und habe den dann am Anfang gleich wieder rausgeschmissen, so dumm wie ich war. Ja, und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass es den nicht mehr gibt. Vielleicht bringt Sensi den ja irgendwann mal zurück. Ich würde mich freuen. Wir gucken. Dann habe ich aufgebraucht Dancing Sugar Plums. Den hat mir meine liebe Simone zugeschickt. Liebe Grüße, falls du das Video siehst. Meine Sensi-Beraterin, ich verlinke ihre Seite nochmal unten. Mittlerweile müsstet ihr sie aber alle kennen. Und ja, sie hat gesagt: Hier, du magst auch so gerne Pflaumendüfte. Ich habe den hier noch. Das ist zwar ein USA-Duft, den gibt es bei uns hier nicht. Aber ich habe den und ich würde den dir gerne mal geben, damit du den ausprobieren kannst. Und ich finde den wirklich schön. Es gibt bei uns zurzeit, wenn ich mich nicht irre, diesen Duft als, ich glaube, als Duschgel, als Handcreme und als Badesalz, glaube ich. Und da will ich mir auch noch mal was bestellen, weil das ist wirklich ein schöner Pflaumenduft mit einer leichten Zimtnote, die man aber jetzt nicht sofort wahrnimmt, so Pflaume Zimt, sondern es ist eher die Pflaume, sehr dunkel, saftig. Und dann kommt
ganz, ganz, ganz zum Schluss so ein kleines bisschen Zimt. Der ist sehr ausgewogen, sehr schön. Ich verstehe persönlich nicht, warum man den nicht auch in Deutschland auf den Markt bringt. Ich finde den einfach wunderschön. Deswegen guckt euch da mal die Bodyline an. Ja, ich kann den Duft nur empfehlen. Bin echt traurig, dass es den bei uns nicht als Bar zu kaufen gibt. Dann haben wir Pinpoint Cedar. Ja, und was soll ich zu dem Duft sagen? Das ist ja der Weihnachtsstern bei uns. Pinke gibt es da, glaube ich, auch von. Ich kenne immer nur die roten. Ich habe meistens auch nur die roten zu Hause stehen. Ja. Und ich glaube, da war nicht mal irgendwas mit Weihnachtsstern drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nur Früchte in der Duftbeschreibung standen. Und das ist so ein bisschen schwierig gewesen. Der ist fruchtig. Der ist, finde ich, herb fruchtig. Und dann hatte der für mich irgendwie so eine beißende Note. Also es war nicht mein Duft. Er war okay, war nicht lang anhaltend, fand ich. Habe ich halt so mit aufgebraucht, oft gemischt auch. Ja, ich glaube, da ist eigentlich auch Pflaume drin, aber irgendwie hatte das was Komisches. Deswegen war das leider nicht mein Duft. Würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Ich weiß, das ist, glaube ich, heute Abend. Heute ist Cyber Monday, wo ich das hier aufnehme. Und dann gibt es da nochmal Prozente irgendwie auf die Herbstkollektion und auf diese Home for the Holidays oder wie die heißt. Ja, ist nicht mein Duft, wie gesagt. Dann aus der gleichen Kollektion, fällt mir schon fast runter, Citrus Pear Cider. Ja, und das war ja so ein Duft, wo ich gesagt habe, ja, den hatte ich dann mittlerweile mal in meinem Club, habe mich aber dazu entschieden, ihn wieder rauszunehmen, weil ich habe Jumpin' Jelly Bean und das ist einfach ein schönerer Birnenduft, finde ich. Der ist nicht schlecht, der ist fruchtig, der ist frisch durch diese Zitrusnote. Hat auch so einen leichten Saubermoment, finde ich ein bisschen. Der hat auch sehr gut in der Lampe durchgehalten. Also 2 Tage habe ich da schon rausgekriegt, manchmal sogar 3. Fand ich nicht schlecht, aber ich kann nicht alles in meinen Club packen und deswegen ist er dann doch wieder ausgeübt. Dann hatte ich Jack's Obsession aufgebraucht. Der ist auch noch in meinem Club, da bleibt er auch. Das ist diese Nightmare Before Christmas Kollektion. Ja, und der riecht einfach nach frischen, leicht säuerlichen grünen Apfel mit Zimt. Vielleicht ist auch ein bisschen Nelke drin, das weiß ich nicht, aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Wer Apfelzimtdüfte mag, sollte sich den unbedingt mal angucken. Ich finde, der hält auch gut durch. Also so 2 Tage, finde ich, riecht man da schon was. Ich habe den meiner Schwester mal unter die Nase gehalten und sie meinte, dass sie arbeitet im Altenheim und sie meinte, das riecht irgendwie nach Pipi-Windel. Seitdem muss ich immer daran denken, wenn ich den Duft anmache. Sie mag den gar nicht. Ich mag den total. Ich rieche das da nicht raus. Aber ja, nur mal so als Fun Fact am Rande. So unterschiedlich können Nasen sein. Der ist in meinem Club und da bleibt er auch. Weiter geht's mit Sweet Pine and Snowflakes. Das Label finde ich auch mega schön. Und der Duft ist auch toll. Das riecht sehr schön nach, ja, Pinien, nach Tanne. Aber der hat auch was Kühles, aber nicht Erkältungsbadmäßiges, sondern wirklich so wie Schnee. Mag ich sehr gerne. Habe ich nur nicht so gut wahrgenommen. In einem großen Raum finde ich, in der elektrischen Duftlampe, schwierig. Vielleicht in der Teelichtduftlampe dann doch besser. Dann hatte ich Perfect Day und der war in der elektrischen Duftlampe mega. Der roch sehr, sehr schön. Ja, sehr schön parfümig, blumig, leicht cremig, sehr, sehr angenehm. Also den würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Dann hatte ich Calm and Cozy. Von dem habe ich jetzt auch nicht so viel wahrgenommen in der elektrischen Duftlampe. Aber das war schon beim Kaltschnuppern ein sehr sanfter Duft.
Ja, und der riecht einfach wie so ein typischer Kaschmir-Kuschelduft. Ist aber ganz nett für zwischendurch, finde ich. Dann habe ich aufgebraucht House of Black and White von Blue Moon. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Kaffeeduft, der nicht so säuerlich nach diesen Bohnen riecht, sondern wirklich was Schönes hat. Durch diese cremige Milchnote oder Marshmallow, was da drin ist. Ja, der ist wirklich sehr schön. Der funktioniert auch in der elektrischen Duftlampe sehr gut. Würde ich mir nachbestellen. Dann hatte ich das Pendant zu Jack's Obsession in der Duftlampe und zwar Halloween Town. Hatte ich auch im Club, habe ich wieder rausgenommen, weil der Duft an sich ist nicht schlecht und ich bin am Überlegen, ob ich den im Club lasse oder nicht. Der riecht nach Pflaume, so ein bisschen verrucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Pflaume, Rum vielleicht. Der hat für mich auch eine Vanillenote. Wenn der warm wird, verändert er sich. Aber ich kann das nicht immer haben. Cenzi hat manchmal eine bestimmte pudrige Note oder eine Vanillenote, von der mir oft schlecht wird und von der ich auch Kopfschmerzen kriege. Da muss ich immer aufpassen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich den im Club lasse oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass der nicht wiederkommt. Eigentlich hat er mir ganz gut gefallen. Ich glaube, ich schmeiße ihn wieder in meinen Club. Kennt ihr das? Dieses hin und her, hin und her. Ich bin da, glaube ich, sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnte jeden Tag meinen Cincy-Club ändern, weil mir dann doch noch irgendwas anderes einfällt. Das ist manchmal ein bisschen ein Fluch. Dann haben wir Bina Sings Pink. Und das war so ein quietschiger Duft, der mich ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch nicht, ob die von Trolli sind, diese Gummibärchen. Da gibt es so Pilze, die pink und weiß sind. Und an die haben die mich irgendwie erinnert. Also der Duft war aber sehr schön, hatte ich in der Küche an. Dann hatte ich von Wachsmacherei Apple Spice. Und der hat mich ein bisschen an Cider House von Yankee Candle erinnert. Auch sehr schön. Ja, der hat auch in der Lampe gut durchgehalten. Fand ich für zwischendurch ganz nett. Dann hatte ich Apfeltasche von Blue Moon an. Und der hat für mich im ersten Moment ein bisschen komisch gerochen hier im Wachs. Aber wo der warm war, war der wirklich sehr schön. Ja, und den würde ich mir auch wiederholen. Der hat wirklich wie eine Apfeltasche gerochen. Mochte ich total gern. Dann hatte ich an Cupcakes at Tiffany's. Und das ist auch so ein Lieblingsduft von Bears Wax Bakery. Ja, das riecht für mich wie ein Cappuccino mit einem Cupcake. Einfach total lecker. War auch gut wahrzunehmen in der elektrischen Duftlampe. Würde ich mir wieder nachkaufen. Dann hatte ich von Scentsy Mistress of Evil. Das war mal in so einem Tauschpäckchen drin gewesen. Und den Duft, wisst ihr, den mag ich total. Ist auch ein Pflaumenduft. Mit so ein bisschen was Floralem, was aber nicht unbedingt im Vordergrund ist. Das mischt sich einfach schön dazu. Und ich glaube, Blutorange ist da noch drin. Mag ich auch sehr gerne. Habe ich auch in meinem Club. Dann habe ich von Scentsy Go Glam. Das ist auch ein schöner Duft. Erinnert mich ein bisschen an Autumn Glow von Yankee Candle. Ja, es ist ein schöner, femininer Frauenparfümduft. War dieses Jahr in der Bring Back My Bar Edition gewesen, habe ich mir aber leider nicht in meinen Club gepackt. Dann habe ich aufgebraucht Tinselberry. Das war mal eine Wachsprobe, die ich von meiner lieben Simone zugeschickt bekommen habe. Und der Duft, der ist besonders, weil da ist Erdbeeren mit drin. Und dann kommt da so was Zuckriges und Zimt. Den finde ich für die Weihnachtszeit sehr schön. Ich glaube, den werde ich mir nochmal bestellen. Hatte ich hier Blueberry Cheesecake. Das war auch mal in so einem Tauschpäckchen von Cincy übrigens. Ich rieche hier nicht mehr viel, aber ich kann mich daran erinnern, dass es ein sehr schöner Käsekuchenduft war, ohne säuerliche Note, weil das haben die für mich oft. Sehr cremig, süß, vanillig und dann diese leckeren Blaubeeren. Ich liebe Blaubeerdüfte, ihr wisst das.
Ja, und ich freue mich auch mega, dass der wiederkommt im Januar bei der Bring Back My Bar Edition. Da hüpft ihr doch gleich mal in meinen Club. Dann habe ich aufgebraucht All Day in PJ von Bea. Das war auch ein schöner, kuscheliger, pudriger Duft. Der war einfach mega. Würde ich mir nachkaufen. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich noch aufgebraucht Warmark of Coffee. Den mag ich auch total von Bea's Wax Bakery. Das ist ein Kaffeeduft mit sowas leicht. Ja, zitrisch mal. Also da ist eine Orange mit drin. Ich vergleiche das immer gerne wie, wenn man einen Kaffee trinkt und dazu so ein Stück Schokolade hat, aus Zartbitter mit so ein bisschen Orange drin. So riecht das für mich. Dann habe ich aufgebraucht Just One Bite. Ist ein Apfel-Zimt-Duft. Mag ich ganz gern, aber habe ich jetzt nicht in meinem Club. Dann habe ich aufgebraucht Cidermill, den gibt es ja bei uns leider auch nicht. Ja, ist ein schöner Apfel-Kürbis-Zimt-Duft. Ja, verstehe ich auch nicht, warum es den bei uns nicht gibt. Ich finde den sehr, sehr schön. Aber leider kommt man da nicht mehr ran. Dann habe ich Fearless by Nature von Frozen. Das ist so ein schöner, frischer, leicht waldiger Duft. Bisschen maskulin auch. Den mag ich auch sehr gern. Den habe ich auch in meinen Club gepackt. Ich finde den auch von der Intensität sehr gut. Und das Label finde ich halt auch mega. Dann hatte ich hier, ich weiß nicht, was es war. Das war mal irgend so ein Sample. Steht nur Sample 1 drauf. Kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Dann habe ich Sweet Plum Pastry aufgebraucht und von dem brauche ich erstmal eine Pause. Also ich liebe den ja eigentlich, aber ich habe davon jetzt auch Backups abgegeben, weil irgendwas stört mich an dem Duft zurzeit. Ich liebe den eigentlich. Das ist Pflaume mit ein bisschen Kokos, Marshmallow und so eine leichte Gebäcknote, auch ein bisschen Rum, würde ich sagen. Aber irgendwas stört mich daran zurzeit und deswegen habe ich zwei Backups abgegeben, bevor die hier rumliegen und dann schlecht werden. Ja, leider ist er ja nicht wiedergekommen für die Bring Back My Bar Edition. Ich kann ihn zwar gerade nicht riechen, aber ich liebe den Duft trotzdem sehr und da bin ich ein bisschen traurig. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Und der letzte Duft, den ich aufgebraucht habe, ist natürlich wie immer Arctic Kiss. Ich glaube, den habe ich bisher jeden Monat einmal verduftet. Und jetzt habe ich auch nur noch ein Bar hier zu Hause liegen. Ich hatte, glaube ich, mal fast 10. Ja, die habe ich jetzt alle. Ja, das ist einfach mein absoluter Lieblingsduft von Scentsy. Obwohl, es gibt mittlerweile einen anderen, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Das werdet ihr schon gesehen haben in dem anderen Video. Das ist Joy und Wonder. Den finde ich auch mega. Aber der hier, der ist einfach frisch, ein bisschen Vanille. Minze, so einen leichten Anflug von Melone oder irgendwas Fruchtiges ist hier auch drin. Finde ich total schön. Auch im Sommer mag ich den sehr gern. Ja, und das war mein Aufgebraucht-Video. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder bei fast 30 Minuten. Ich versuche das ein bisschen zu kürzen. Und ja, dann kann ich das jetzt nämlich wegschmeißen und hoffentlich pünktlich zum Monatsanfang oder Monatsende. Je nachdem, mal gucken, wann ihr das dann jetzt seht. Das Video hochladen, bevor ich das dann wieder irgendwann Mitte Dezember hochlade und ihr kennt das, ja? Genau. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal auch ein bisschen aufgefrischter. Ich hoffe, dass es mir dann vielleicht schon ein bisschen besser geht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag ja dieses regnerische Wetter, aber irgendwie macht mich das zurzeit auch total müde und ja, wenn es einem nicht so gut geht, ihr wisst das ja, ich will jetzt hier auch nicht rumjammern, aber da hat man auch keine Lust, sich irgendwie hübsch zu machen oder irgendwas. Man möchte einfach nur so, wie man ist, irgendwas machen. Ne? So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, beende ich das Video jetzt hier. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben.